Die olympische Goldmedaille in meinen Händen zu halten, war ein unglaubliches Gefühl. Ich kann es noch immer nicht beschreiben. Es ist noch immer so surreal für mich und ich glaube, ich brauche noch immer ein bisschen Zeit, um das zu realisieren, was ich da eigentlich mit meinem Team geschafft habe. Außerdem konnte Magdalena Lukin aus Lausanne jede Menge Erfahrung, Freunde aus der ganzen Welt und ein Gespräch mit ihrem Schweizer Vorbild Florent Schelling mitnehmen. Die Torhüterin hat den Grundstein fürs Eishockey dabei bereits als Kind gelegt. Durch meine älteren Geschwister habe ich es auch einmal probiert. Und dann hat mir Eishockey so sehr Spaß gemacht, dass ich es auch spielen wollte. Ich spiele seit ungefähr 9 Jahren. Mit 4 habe ich das erste Mal bin ich so auf dem Eis gestanden. Und mit 5 habe ich dann begonnen, mit der ganzen Eishockey-Ausrüstung Eishockey zu spielen. Besonders zeichnet Magdalena aus, dass sie sich einerseits auf ihre Stärken verlassen kann und sich andererseits auch ständig weiterentwickeln möchte. Ich glaube, meine Stärken sind, dass ich auch immer hart trainiere, immer auch zu Hause an mir arbeite, ob in der Freizeit oder beim Training. Ich denke immer über Eishockey nach, mir macht es immer Spaß, beim Training zu sein und zu spielen. Und ich glaube, ich bin auch eine sehr gute Teamkameradin. Ich glaube, man muss sich in jedem Bereich immer weiter verbessern. Man ist nirgendwo perfekt. Und ich glaube, daran liegt auch meine Stärke, dass ich immer bereit bin, mich in jedem Bereich zu verbessern, egal wie gut ich was kann. Als Ziel hat sie sich gesetzt, auf ein College zu gehen, sowie an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Um dies zu erreichen, steht für die 14-Jährige von den Okanagan Vienna Tigers wöchentlich 3 bis 4 Mal Krafttraining sowie 1 bis 2 Einheiten Goalie-Training am Programm. Ich glaube, am meisten beim Eishockey generell kommt es darauf an, immer Spaß zu haben, immer bereit zu sein, hart zu trainieren und sich selber zu verbessern. Und dadurch kann man dann auch etwas erreichen. Besonders als Torhüterin ist es wichtig, mental stark zu sein und immer an sich zu arbeiten. Ich motiviere mich fürs Training meistens dadurch, dass ich einfach gerne zum Training gehe, einfach generell Spaß habe beim Eishockey, meine Freunde hier sind und ich dann einfach schaue, dass ich immer Spaß habe, auch wenn es manchmal ernst ist, manchmal sehr anstrengend ist, trotzdem immer eine Gaude zu haben. Neben der Freude am Eishockey hat Magdalena auch die perfekte Spielvorbereitung für sich gefunden. Meine Rituale vor dem Match beginnen eigentlich zu Hause. Ich beginne damit, dass ich mein Zimmer aufräume, um in meinem Kopf auch aufzuräumen, wenn man das so sagen kann. Und dann bin ich eigentlich schon durchgehend konzentriert, höre sehr gerne Musik, weil es mir hilft, auch im Moment zu bleiben. Und dann einfach konzentrieren, aber trotzdem noch Spaß zu haben, weil die besten Spiele spiele ich, wenn ich einfach Spaß habe. Und wer weiß, vielleicht kann Magdalena Lukin diese Vorbereitung in Zukunft auch für Spiele bei einem internationalen Club und im Dress der österreichischen Nationalmannschaft nutzen.